Peace Mates, willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video reden wir über den Teaser 3 und 4 von der Season 8, denn ich habe ein paar Leaks auf Google gefunden. Dazu kommen wir allerdings später. Fortnite mit Tribunio. Zuerst möchte ich euch noch auf das 1000 V-Bucks Gewinnspiel hinweisen. Um daran teilzunehmen, müsst ihr nur den Channel abonnieren und wenn ihr eure Chancen erhöhen wollt, teilt dieses Video auf Twitter und oder auf Instagram und markiert mich da, dann steigen eure Chancen zu gewinnen nochmal. So Leute, jetzt geht's aber los mit dem Hot Shit von Season 8. Neue Videos kommen übrigens täglich um 15.30 Uhr, also immer um 15.30 Uhr einschalten. Aktiviert am besten noch die Notification-Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Das sagt eigentlich jeder YouTuber, ich muss das nicht mehr sagen. Leute. Wie ihr gestern wahrscheinlich alle mitbekommen habt, wurde gestern ein neuer Teaser und ein neues Bild zu der Fortnite Season 8 geleakt, beziehungsweise veröffentlicht halt von Fortnite selber auch noch, ne? Und ich habe dann darauf ein bisschen bei Google recherchiert. Oh, okay. Und ich habe dann einen Link gefunden, der es wirklich in sich hat, Freunde. Wir werden im Verlauf von diesem Video jedes der vier Bilder nochmal genau analysieren und am Schluss ein gesamtes Bild von der Season 8 bekommen, beziehungsweise von diesem Titelbild halt. Und um ganz normal anzufangen, würde ich vorschlagen, gehen wir einfach ganz entspannt mal zum ersten Bild. Da sieht man ja so einen komischen Piratenhaken, der halt, wenn man nur das erste Bild kennt, so eine Schattierung hat. Die Schattierung kann darauf hinweisen, dass er irgendwie geschwungen wird zum Beispiel oder einfach cool dargestellt ist mit Feuer oder Rauch oder was weiß ich. Und mit diesem Bild war auf jeden Fall klar, dass es eine Piraten-Season wird. Sprich, es wird Piraten-Skins geben, Piraten-Emotes, Piraten-Sticker, Piraten-Sprays, halt alles, was da so dazugehört. Wahrscheinlich auch noch ein paar Piratenschiffe, die dann irgendwie bei Loot Lake umhergaukeln, ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall Fakt, es wird Piraten geben, ne? Das hat ja inzwischen jeder gecheckt, warum sage ich es überhaupt noch. Dieses Bild kam ja vor 2 Tagen online, so, das war das erste Bild und da gab es die ersten Theorien, zusammen mit dem Teaser halt, ne? Genau, genau, ja, genau. Und gestern kam dann das zweite Bild zum Vorschein. Das zweite Bild ist schon deutlich krasser, wie ich finde, also ich persönlich finde es echt mega nice. Ich mag diese Cobra einfach, also die sieht wirklich mega sick aus, das haben sie extrem gut designt, das nur mal am Rande erwähnt. Und bei der Cobra kann man schon sehen, oder ist das eine Cobra? Nein. Ich weiß nur, wie es auf Englisch heißt, irgendwie Serpent oder so. Das ist doch, das heißt ja nicht Schlange, oder doch? Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Auf jeden Fall sieht man hier eine Schlange, welche irgendwie von Feuerpartikeln noch belichtet. Siri, du musst jetzt nicht irgendwie dazwischen reden, ich mache gerade ein Video, okay? Hier sind ein paar Videos zu Feuerpartikel aus dem Internet. Schau mal. Danke Siri. Dankeschön. Das ist wirklich... Applaus für Siri, Leute. Hashtag Siri. Hashtag Ehren-Siri in die... Siri! Hashtag Ehren-Siri sollen dir die Kommentare schreiben, oder? An wen soll die Nachricht gesendet werden? An Luca by Reapers. Deine Nachricht an Luca by Reapers sagt, sollen wir die Kommentare schreiben oder bereit zum Senden? Ja. Nein. Die Schlange wird hervorgehoben und irgendwie vermischt mit dem Rauch oder den Flammen von dem ganzen Feuer. Sprich, es weist auf jeden Fall auch deutlich darauf hin, dass irgendwas mit Wailing Woods und dem Feuergott oder dem Fire King passiert. Das hat somit das zweite Bild von 4, ich nehme an, es sind 4, der Fortnite Season 8 geleakt. Es hat offenbart, okay, es hat Schlangen dabei. Und den Fire King wird es höchstwahrscheinlich geben, weil es sind Feuerpartikel und so, ne? Was persönlich aber auch noch zu spekulieren ist, da ja die Inseln entweder durch diese Risse getrennt werden oder es durch dieses Tropical Atmosphere Thing halt auch ganz viele Höhlen geben wird, kann es gut sein, dass man da auf individuelle Gegner trifft, welche sich dann als Schlangen entpuppen. Sprich, die warten dann irgendwie in der Nähe von einer Chest, die man in der Höhle sieht. Man geht da so rein, ne? Und dann auf einmal, zack, ist man tot. Weil die Schlange ist gekommen und die Schlange hat dich geköpft. Mit ihrem Gebiss. Und so.
Es wäre auf jeden Fall mega cool. Schreibt mir eure Meinung mal dazu unten rein, wie ihr das fändet, wenn man einfach Schlangen in Fortnite hätte. Man, ich meine, man hatte ja schon diese Zombies in der vergangenen oder vorvergangenen Season. Ich habe keine Ahnung, Season 6 war das, glaube ich. Da waren ja so ein paar Zombie-Viechers oder Golems oder was weiß ich. Oder was auch immer das waren. Und die haben dich dann auch angegriffen, die konnte man töten. Und dann gab es so ein paar tolle Sachen, wie zum Beispiel eine goldene Scar, wenn man so ein Viech getötet hat. Ich fände das extrem nice, wenn das auch mit den Schlangen wieder passieren würde, ehrlich gesagt. So Leute, jetzt will ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen. Wir kommen zum finalen Bild der Fortnite Season 8. Zu beachten ist allerdings, dass der Leak von Furry Leaks ist. Also die Quellenangabe ist natürlich auf Ehre unten nochmal in der Beschreibung verlinkt. Die haben das natürlich vor allen anderen Bildern gemacht und haben da halt zwei Haken reingetan. Aber wenn man die Schlange noch auf das aktuelle Bild rüberziehen würde, würde es immer noch extrem viel Sinn machen, dass so das Endbild aussieht. Also sieht aus wie ein Totenkopf mit einem Krakenmaul, da gehe ich gleich noch näher drauf ein. Welches ein Boot verschlingt und ja, keine Ahnung. Also ich finde wirklich, dass es extrem gut passen würde. So, wir widmen uns jetzt einfach mal der unteren linken Seite vom Bild, welche wahrscheinlich dann auch die dritte Seite wird von dem Ganzen. Man sieht halt, dass die Zähne nicht wirklich Zähne sind, sondern halt eher auch so Krakenarmen ähneln, was auch wieder sehr, sehr gut zu Piraten passt. Also ich meine, jeder hat Fluch der Karibik geguckt, da gibt es ja auch Davy Jones und so, welches übrigens wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, auch ein Skin wird, so by the way gesagt. Ja, also auf jeden Fall gibt es Kraken, kann ich eigentlich fast nicht mehr ausschließen, weil ich habe den Grund schon oft genug gesagt, eigentlich ich muss das nicht immer wieder begründen, glaube ich. Und die Zähne, die noch bei dem Krakenarm in der Nähe sind, die sehen auch ein bisschen aus wie so Steine, so Felsen. Und ganz links davon ist noch so ein Pfahl, so ein alter, vermorschter Holzpfahl. Wisst ihr, was ich meine? So typisch Piratenhöhle. Und dann geht man da rein. Und dann würden auch die Schlangen super passen, die dann auf den Goldschatz oder weiß was ich aufpassen. Also alles in allem lässt das wirklich sehr, sehr ideenreiche Ideen in mir hervorkommen. Boah, was war das denn für ein Satz, Bro? Ach du Scheiße, ihr könnt mich alle steinigen für das. Was war das für ein Satz, Alter? Oh mein Gott. Aber nun gut, Leute, wir widmen uns jetzt noch dem letzten Bild, bevor ich euch das Gesamtbild nochmal zeige. Und ihr dann entscheiden könnt, ob ihr euch mir anschließt oder ob ihr eine eigene Theorie habt, die ihr in den Kommentaren veröffentlichen wollt. Das letzte Bild, beziehungsweise der letzte Viertel, ist unten rechts und man sieht eine zweite Kraken... Tentakelgestalt und auch wieder ganz viele Felsen. Aber Leute, ihr müsst jetzt bedenken, ihr wisst gar nicht, dass auf der unteren linken Seite, ja, also rein theoretisch, weil es den Leak ja offiziell noch gar nicht gibt, ne? Könnte es eigentlich auch eine Liane sein oder kennt ihr so diese Holzstämme, die so gebogen sind, auch von League of Legends zum Beispiel? Ist das von League of Legends? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall auch so von Fantasy-Welten. Ja, wisst ihr, was ich meine? Ihr könnt mir folgen, oder? Ich blende euch ein Bild dann, wenn ich eins finde. Um das nochmal zu erklären, damit es wirklich alle begreifen, weil ich habe das ein bisschen dumm formuliert, habe ich im Schnitt gemerkt. Ich habe halt so an diese einzelnen Ranken gedacht, die dann so rausragen, aber ich habe diesen Begriff in dem Moment einfach nicht gefunden. Und ich habe mir dann irgendwie so vorgestellt, wie wenn man in eine Unterwasserhöhle reingeht und dann da einfach so ein paar Ranken sind, die hinausragen, das Schiff von den Piraten irgendwie so ein bisschen umschlingen oder so. Keine Ahnung, wie ich darauf komme, aber das ist irgendwie meine Fantasie. Respektiert meine Fantasie. Ansonsten fände ich das nicht so toll von euch. ja, aber ich halte euch jetzt nicht weiter auf. Viel Spaß noch beim Video. Und ich habe mich erkältet, by the way. Das lässt halt auch dazu spekulieren, dass es entweder ein Tropical oder ein abgestorbenes Gebiet geben wird. Und ich persönlich finde, in der Mitte wird es einen Teich geben. Wailing Woods wird verbrannt sein mit diesem abgemoderten und im Süden, im Nordwesten, wird dann dieses Tropical sein mit den Schlangen und alles. Ich fände das extrem geil. Was ihr davon haltet, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin super gespannt, was ihr davon haltet. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz hier das Gesamtbild nochmal. So sieht es aus. Also ich finde wirklich, es sieht echt geil aus. Man hat das einfach nur mit drei Farben geschafft. Mit Rot, Gelb und Orange. Und man kann einfach ein komplettes Bild damit machen. Und in der Mitte, klar, ist ein Schiff.
Finde ich jetzt allerdings nicht so relevant. Das kann auch irgendwie dahin gemalt sein, ne? Weil da das Fairy Leaks besser hervorstechen kann. Aber Leute, ich habe genug gelabert. Jetzt seid ihr dran. Diskutiert in den Kommentaren fleißig. Denkt an das V-Bucks-Gewinnspiel. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag.